Ja, hier nicht, an einer Unfallstelle. Das ist aber eigentlich ja auch logisch. Da fährt man vorsichtig und zügig vorbei. So gehört sich das einfach. Gaffer sind wirklich das Allerletzte. Und wer dann auch noch sein Handy zückt, um Fotos oder auch ein Video zu machen, der gehört einfach bestraft. Das ist geschmacklos und pietätslos. Auf der A3, da hat das mal wieder einer gemacht. Zum Glück hat das die Polizei aber gesehen und ihn mit einer, ich würde mal sagen, Art Schocktherapie bestraft. Polizeibeamte stoppen den Gaffer. Er muss aussteigen, sein Handy wird geprüft. Dann führen die Beamten den Mann zu der Stelle, wo ein verstorbenes Unfallopfer hinter der Fahrbahnabsperrung unter einer Abdeckung liegt, und konfrontieren den Gaffer mit diesem Anblick. Mit möglichen Folgen, sagt Psychologin Juliane Richter. Je nachdem, in welcher psychischen Verfassung sich der Beschuldigte befindet, kann es durchaus sein, dass er mit diesen Bildern noch weiterhin zu tun hat. Dass er einen Schock bekommt, dass er das nicht mehr los wird und dass er einfach Hilfe braucht, psychologische Hilfe, um das zu verarbeiten. Ein LKW fährt auf der A3 bei Kelsterbach in zwei auf dem schmalen Standstreifen stehende Autos. Ein 35-Jähriger stirbt an der Unfallstelle, eine 27-Jährige später im Krankenhaus. Als wäre das nicht schon schlimm genug, dreht der Gaffer mit seinem Handy. Leider kein Einzelfall. Immer wieder filmen Vorbeifahrende die Unfallstellen. Einfach nur geschmacklos. 2019 greift ein Polizeibeamter in Bayern schon zu drastischen Maßnahmen, stellt einen Gaffer zur Rede. Wolltest du das fotografieren? Willst du da drin gesessen haben? Ist es das, was du willst? Willst du das sehen? Willst du der Familie von der Person, die da hätte drin verbrennen können, erzählen, was mit dem Fahrer passiert ist? Nee. Dass Polizeibeamte bei Gaffern zu solchen unkonventionellen Maßnahmen greifen, irgendwie nachvollziehbar. Fast jeder von uns kann sich in einen Polizisten hineindenken, der an einem Unfallort arbeitet, an dem er es mit Menschen zu tun bekommt, die ihre Kamera rücksichtslos auf einen Unfallort richten. Es ist nicht schwer vorstellbar, wie unfassbar wütend das machen muss, wie fassungslos und wie hilflos auch. Verständnis für das Verhalten der Beamten hat auch Jens Moorherr von der Gewerkschaft der Polizei. Insbesondere auf den Bundesautobahnen haben die Kolleginnen und Kollegen viel tödliche Verkehrsunfälle. Da liegen Trümmerteile, ganze Trümmerfelder sind zu besichtigen, Tote, Kinder. Und das macht schon was mit einem. Und die Kolleginnen und Kollegen sind es eigentlich leid, mehr als leid, dann gefilmt zu werden von Gaffern, die Verkehrswege blockieren, Rettungswege blockieren und im schlimmsten Fall auch verantwortlich dafür zeichnen, dass Menschenleben nicht gerettet werden können. Ist das Verhalten der Beamten hier verhältnismäßig oder zu viel der Schocktherapie? Rechtlich ist das schwierig zu beurteilen. Die Frage ist also, dient das der Prävention oder war das vielleicht sogar schon Strafe? Dafür ist die Polizei nämlich nicht zuständig. Andererseits ist aber auch zu berücksichtigen, dass diese moralische Unsitte und moralische Verwerflichkeit des Filmens und des Gaffens an Unfallstellen derart um sich gegriffen hat, dass auch die Ausnahmesituation, in der die Polizei sich befindet, hier berücksichtigt werden muss. Die direkte Konfrontation des Gaffers bei dem Unfall auf der A3, sie wird wohl wirken. Unzweifelhaft ist, dass diese Art der Schocktherapie zumindest bei den Betroffenen Wirkung zeigen wird und dass er das sicher nicht noch einmal machen wird. Aber hier muss man sich natürlich auch fragen, ob das hier nicht mehr Schaden anrichtet, als dass es Wirkung zeigt und ob es nicht etwas anderes braucht, um nachhaltig gegen Gaffer vorzugehen. Gaffern einen Riegel vorzuschieben ist schwierig. Eine ultimative Lösung gibt es nicht. Dem Gaffer von der A3 droht jetzt ein Bußgeld.